Genau das zeichnet Leighton Hewitt aus. Er ist flink auf den Beinen, er hat einen unglaublichen Kampfgeist, er hält auch solche langen Grundlinienrallyes durch und ist dann auch noch in der Lage, diesen Rückhand-Longline-Gewinnschlag anzusetzen. Und das bei diesem Spielstand ein ganz wichtiger Punkt, der zum 4-beide in diesem Tiebreak. Da ärgert sich der 20-Jährige ein wenig zurecht. Das sieht man bei ihm nicht häufig, dass ihm in so einer entscheidenden Phase ein Unforced Error, also einer der vermeidbaren Fehler, unterläuft. Die 5:4 Führung für Wayne Ferreira und damit kann er bei eigenem Aufschlag diesen ersten Durchgang dann doch noch für sich entscheiden. Naja, der war dahinter. Ball breit. Beide Freiball. Und damit ist das Mini-Break wieder wettgemacht. 5 Ball. Klasse gespielt von Wayne Ferreira. Der war gar nicht so einfach, dieser Rückhandflugball. Aber er ja auch ein guter Doppelspieler. Spielt in diesem Jahr fast ausschließlich mit Jewgeni Kafelnikov. Und die beiden haben auch schon 2 Turniere für sich entscheiden können. 6-5 und damit Satzball für die Nummer 53 des Champions Race. Er hier. Er ist die Nummer 3 dieses Rennens. Dieser erste Durchgang geht also an den Südafrikaner, an Wayne Ferreira, und das, obwohl er bereits mit 2:5 zurückgelegen hatte. Also, klasse Aufholjagd des Südafrikaners. Leighton Hewitt ist einer von 3 Spielern, die bereits fest qualifiziert sind für den Masters Cup Mitte November. Er, Gustavo Kürten, der Brasilianer, und Andrew Agassi sind auf jeden Fall dabei. Die 3 haben ja ein Grand Slam Turnier in diesem Jahr gewonnen. Und wenn man sich dazu noch unter den Top 20 des Champions Race befindet, ist man automatisch qualifiziert. Also es sieht auch so aus, als ob Goran Ivanišević, der Wimbledon Champion, in Sydney mit von der Partie ist. Four time. Hewitt. Nächste Chance für den Australier. Satzball Nummer 2.
Diesmal kann er seinen Vorsprung ins Ziel bringen, holt sich Durchgang Nummer 2. Wir sind gleich zurück mit dem dritten und entscheidenden Satz. Diese Vorhand ist im Aus. Leighton Hewitt nutzt damit die allererste Break-Möglichkeit in diesem dritten Durchgang und geht mit 4:2 in Führung. Wir machen einen Sprung. Denn Leighton Hewitt brachte sein nächstes Aufschlagspiel problemlos durch. Der Australier führt also jetzt mit 5:2. Wayne Ferreira serviert also gegen den Verlust der Begegnung. Keine Frage, diese Vorhand im Aus. Damit 0:15. Sagt es eben schon mal, dieses Jahr 2001 für Leighton Hewitt. Sein bislang Bestes in seiner noch so jungen Karriere. 20 Jahre ist er ja alt, wird seit 97 auf der Weltrangliste geführt. Im vergangenen Jahr, da gewann er bereits 4 Turniere. In diesem Jahr hat er es schon auf 5 geschafft. Aber der ganz dicke Unterschied zum vergangenen Jahr ist, dass er in diesem Jahr einen Grand Slam-Titel holen konnte. Der Sieg bei einem der 4 großen Turniere war ihm bislang noch verwehrt geblieben. Nach diesem Flugball-Patzer 0:40, sprich der Australier mit 3 Matchbällen. Das war's. Leighton Hewitt ist also der nächste Gegner von Tommy Haas. Er setzt sich am Ende ganz verdient hier durch in 3 Sätzen mit 6:7, 6:3 und 6:2.